Automobile des deutschen Herstellers BMW versprechen Sportlichkeit. Ob mit dem Vierzylindermotor, zum Beispiel im 118i, im 335i mit einem Sechszylinder unter der Haube oder im 7er, wo 8 und 12 Zylinder im Premium-Segment für den rasanten Vortrieb sorgen. Doch nun tut sich was unter der Haube. BMW wird einen vollkommen neuen Motor auf den Markt bringen. Der neue Motor kann ganz leicht beschrieben werden. Man nehme einen Reihen-Sechszylinder und halbiere ihn. Schneide ihn einfach in der Mitte durch, so wie in dieser Animation. Das Ergebnis? Ein Dreizylinder-Aggregat, das die Gene des Sechszylinders in sich trägt. Bemerkenswert die Laufruhe, denn es treten weder freie Massenkräfte noch freie Massenmomente auf. Lediglich das geringe Wankmoment muss eliminiert werden und das geschieht durch eine Ausgleichswelle, die sich entgegen der Nockenwelle dreht. Die Ausgleichswelle ist kompakt im Motorgehäuse untergebracht, parallel zur Nockenwelle. Das spart Platz. Die Grundlage der neuen Motoren ist ein einheitliches Konstruktionsprinzip mit drei Zylindern und jeweils 500 Kubikzentimeter Hubraum. Die Leistung der Benziner zwischen 90 und 150 kW, die der Dieselmotoren zwischen 60 und 135 kW. Nicht nur in puncto Leistung, auch im Auftritt lässt der neue Motor nichts zu wünschen übrig. Kräftiger, dynamischer Sound lässt vergessen, dass ein Dreizylinder unter der Haube seine Arbeit verrichtet. Mit dem Dreizylindermotor beweist BMW, dass auch mit kleineren Aggregaten auf ein sportliches Fahren nicht verzichtet werden muss. Dennoch weniger Gewicht, weil kleinerer Motor bedeutet weniger Verbrauch und weniger CO2-Ausstoß. Ein wichtiger Schritt, den Flottenverbrauch weiter zu senken.